Hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir wieder beim Dieter Förster in seiner fränkischen Bierbotschaft hier im Kirchenweg 20 in Nürnberg. Und Dieter, wir treffen uns ja immer mal wieder ab und an und Thema heute hast du dir ausgedacht, Saisonbiere. Wieder Saisonbiere, das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd und das ist eine wunderbare Welt, was die Familienbrauereien da raushauen. Das ist wirklich halt ein eigenes Segment für sich. Ich denke, wir werden, das wäre mein Vorschlag, auch mal dazwischen beim nächsten Mal auch mal so die sogenannten oder das eine oder andere sogenannte ganzjährige mal einstreuen. Das wollen wir ja nicht vernachlässigen. Aber es ist halt eine wunderbare Welt und da sind die Leute einfach richtig begeistert. Das ist so facettenreich. Ich fange mal am besten an mit einem Kuriosum. Ne? Ja. Nämlich, da habe ich das Hetzelsdorfer Bier, nämlich das Hetzelsdorfer Märzen, und jetzt kommt das Kuriosum, das gibt es als Hetzelsdorfer Frühlingsbier auch, das ist der gleiche Inhalt, hat also zwei Aufmachungen, aber das ist nicht schlimm, das Wichtigste ist der Inhalt und da kann ich nur sagen, also ganz tolles Märzen, sehr ausgewogen und das ist, sagen wir mal, grundmalzig und schwingt aber schöne, ganz feine Herbe mit rein. Und gar nicht zu reden von der Hetzelsdorfer Note, die man da rausschmeckt. So das Grundsätzliche, was halt bei seinen Bieren da drin steckt, das ist also wirklich unverwechselbar. Also ganz tolles Frühlingsbier, kann ich nur wärmstens empfehlen. Die ersten, die es jetzt bei mir gekauft haben und schon probiert haben, das fackeln ja manche nicht lang, die sind da richtig angetan. Also wirklich super. Und Frühling und Märzen, das ist ja Das passt. Das geht Hand in Hand. Ich springe ein bisschen, da kommen noch andere Märzen dann dazu. Aber ich wollte einfach da in der Folge jetzt gleich mal mit zwei Bockbieren weiter starten. Nämlich ungewöhnliches Bockbier, nämlich weil erstens mal heller Bock gibt es des Öfteren, aber halt ein Bock, der, ich rede jetzt da vom Hubendorfer Josefi Bock, und das ist ein Bockbier mit einer markanten Herbe, das ist bei Bockbieren eigentlich ungewöhnlich, ne? Also so quasi nach Pilsner Art gemachtes Bockbier und richtig passt also ganz toll jetzt in die Frühlingszeit. Ich denke, die Temperaturen werden nur ein bisschen steigen jetzt in nächster Zeit. Und dann passt es natürlich wie die Faust aufs Auge. Das ist also ganz, ganz tolles Bockbier, gar nicht zu reden. Hubendorfer, die ist Familie bekannt. Krasse, was die raushauen. Da das sage ich ja immer wieder, das ist schon ein... Kann man nicht daneben greifen. Da kann man nichts falsch machen. Genau. Und so, dann habe ich noch einen zweiten Bock, den ich da gerne vorstellen möchte. Ist eigentlich, seitdem ich den hol, eigentlich immer der Hit und eigentlich das gesamte Bierjahr betrachtet eigentlich ein echtes Highlight. Das ist der 14 Heiligener Fastenbock. Ich weiß, Fastenzeit ist bald rum, aber noch ist sie da. Und der Fastenbock, also der ist auch schon so grundmalzig, was Röstiges schwingt da auch mit und halt vor allem total harmonisch. Und jetzt kommt das Gefährliche. Also darin war ja mal früher so mal Apotheken und darum muss ich einen Warnhinweis an der Stelle geben. Der hat 8% Alkohol und man schmeckt es nicht raus. Also das ist aber so lecker. So ist ja auch gut. Ja. Also muss man schon ein bisschen aufpassen, aber super, super lecker. So, dann ist es halt so mit den Saisonbiere. Ne? Das ist ja eigentlich, wie ich vorhin beschrieben, eine eigene Welt für sich. Und jetzt dadurch, dass ich jetzt mittlerweile schon fast 3,5 Jahre mache, natürlich sammle ich Erfahrungen und mir gelingt es und gelingt es immer mehr, sage ich mal, diese eher seltenen Saisonbiere, dass ich die relativ für Saisonbiere relativ lange Zeit im Laden habe. Ne? Also jetzt komme ich nämlich auf die Brauerei Wiethaler, deren Osterfestbier. Die Brauerei, ist gestern eine Meldung rausgekommen, habe ich Facebook gelesen, ist leergefegt. Gibt es nicht mehr in der Brauerei, die haben keine Flasche mehr. Und bei mir gibt es noch, auch in den Geschenkevarianten, in den Ostermischungen ist es mit drin. Und es wird vielleicht nicht jetzt gleich bis Ostersamstag halten, aber ich habe schon noch ein paar Tage. Soweit glaube ich, kann ich das versprechen. Aber grundsätzlich gilt da auch, gerade in dem Segment, immer nur so lange Vorrat reicht. Das muss ich schon dazu sagen. Also das Osterfestbier. Und dann vielleicht auch immer noch mal drauf achten. Ja. Die Saisonbiere sind da
ähnlich etikettiert. Ja, ja. Da steht jetzt wie Fastenbier, steht da Faschingsbier, meine ich jetzt. Das steht immer da oben drauf in klein. Also es schaut ja jetzt vom Weiten mal so ähnlich aus, aber da ein bisschen genauer hinschauen, ja, da findet man vielleicht noch die Saisonspezialität. Genau, dass man da drauf achtet. Und den Tipp gebe ich auch immer wieder. Also das Osterfestbier ist Bernsteinfarben, ist ein malziges Festbier. Und auch Nuance Herbe schwingt da auch mit. Also richtig lecker, das kann man echt zelebrieren da an den Osterfeiertagen. Das Bier kann man da echt genießen, also wirklich ein ganz, ganz tolles Festbier. Ne? Ja, dann wie versprochen komme ich dann zu den weiteren Märzen. Und da bin ich ja, ich sag's da auch schon wiederholt, echt stolz, dass ich überhaupt den holen darf, das ist wirklich so, weil die Brauerei Robbelt, darum geht's. Es geht ums Robbelt Märzen. Der verkauft eigentlich nur ab Brauerei. Ne? Und mittlerweile ist es eine gewohnte Sache, dass ich es hole und dass ich es habe. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit, das weiß ich auch zu schätzen. Also das Robbelt Märzen ist naturtrüb, wie es der Robbelt halt generell macht, der filtert nicht. Und ist ein Märzen, wo schon eine schöne Herbe mitschwingt. Ne? Also nicht übertrieben, aber auch nicht dezent. Also das ist schon eine deutliche Herbe, schwingt da mit. Und nichtsdestotrotz war es schön süffig. Und jetzt im Frühling natürlich wirklich ein feines Bier, was auch in die Zeit total toll passt. Man muss auch immer Lust auf den zweiten haben. Ja, das ist wirklich so, weil sonst stimmt eigentlich was nicht, ne? Sag ich mal. Man ist natürlich auch individuell, aber so sehe ich das schon auch. Ja, dann habe ich aus dem Herzen der fränkischen Schweiz, aus Bodenstein von der Brauerei Mager, das Märzen. Und das Märzen, das hat schon ein bisschen was Kerniges. Da kommt das Hopfige auch schön raus. Also auch so ein Bilderbuch Märzen. Und wo immer beliebter wird, das war mal phasenweise so im Hintergrund vom Robbelt und vom Staffelberg, was ich dann gleich präsentiere. Aber das schiebt sich immer mehr im Vordergrund, weil es halt viele Leute da schmecken, was für tolles Märzen das ist. Also wirklich klasse, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und dann das letzte Märzen in der Runde, das ist auf der Staffelbergbräu aus Lohfeld. Richtig ausgesprochen. Ja, wir sind gestraft damit schon mal geworden. Aber. Ja, von der Staffelbergbräu, deren Märzen. Und das ist aber ein ganz anderes Märzen wie die vorangegangenen. Das ist nämlich, erstmal ist es ja fast dunkel. Und das ist also grundmalzig, muss man sagen. Ein bisschen ungewöhnlich für so ein Märzen. Eine ganz andere Art. Also malzig süßlich. Aber eine Babsüß, da kann ich schon Entwarnung geben, sondern einfach richtig geschmeidig süß. Und auch so eine spezielle cremige Note hat es auch. Also ganz, ganz toll. Das geht schon mal beim Schaum los. Das ist einfach erbracht, wenn man das anschaut, wenn man das einschenkt. Genau. So, und dann das letzte Saisonbier im Bunde ist auch wieder ein Highlight. Das ist von der Brauerei Hummel aus Merkendorf. Merkendorf liegt am Rande von Bamberg. Und die Brauerei Hummel hat tatsächlich letztes Jahr erst damit angefangen, saisonal ein helles rauszubringen. Und es war bei mir schon letztes Jahr, obwohl neu, schon gleich der Hit, der Saisonhit. Also und auch ein ganz tolles helles mit einer schönen, feinen, frischen Würze. Also wirklich schön. Also das ist auch was Eigenes. Ich sage ja mal, so bei hellen ist das nicht unbedingt sichergestellt. Ich glaube sogar beim Blindtest schmeckt mir das raus. Also so speziell mit der feinen, frischen Würze. Also ganz, ganz toll gemacht. Also echter Highlight. Ob man es gestern Abend da machen wir es gleich, wollte ich sagen. Also, ganz tolles Helles kann ich nur anpreisen. Ja, das sind die. Ja, bitte. Und für die Etikettensammler, ich habe da schon Kommentare gelesen, die haben jubiliert. Es ist mal nicht blau, das Etikett, weil ein helles und blau, das geht ja auch immer Hand in Hand hoch. Ja, ne? Also, genau. Es ist mal nicht blau. So weit so die Kommentare. Wir lesen sie auch. Und vielleicht manche jedenfalls, die Bierbotschaft kennen. Will auch gut gekleidet sein. Ja, genau. Ne? es gibt jetzt in der Bierbotschaft schöne T-Shirts. Jetzt kommt ja das T-Shirt-Wetter, ja.
Also noch nicht so weit, jetzt ist es im Moment nur zu kühl, aber in ein paar Tagen, denke ich, dürfte es losgehen. Dann kann man wieder draußen T-Shirts tragen. Und da habe ich mir jetzt T-Shirts machen lassen von der Bierbotschaft. Also hier das, was man bei mir zieht. Und rückseitig steht dann fränkisches Bier, Punkt, Punkt, Punkt. Schönes Leben hier, das trifft das Motto. Trifft es, glaube ich, ganz gut. Also so sehe ich das jedenfalls. Also falls ihr da auch Kandidaten habt, die das vielleicht gerne tragen würden und ihr wollt da Ostergeschenk besorgen. Ich habe es als Geschenke-Variante, auch mit Bier, mit so einer speziellen Ostermischung. Bierbeschreibung ist auch dabei. Gibt es alle möglichen Größen. Ich habe auch das Große. Ja. Ich wollte ja schon S geben, also bauchfrei. Ja, ist ja bauchfrei. Ja, und dann aber auch, manche wollen das verschenken und wissen, wie die Größen nicht und so weiter. Da gibt es das gleiche Bäckle mit einem speziellen Gutschein drin im Wert von dem T-Shirt. Kostet übrigens 19,90 das T-Shirt alleine. Und dann halt kommt in dem Fall halt der Preis von dem 4 im Bäckler dazu. Ne, weil die bloß mal anbringen. Dann kann er selber vorbeikommen. Das, ja, hat er das Bier und soll das T-Shirt ab. Ach, das ist, glaube ich, immer das Beste. Ne? Ja, das war's von meiner Seite her. Dann haben wir es schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dir. Wir sehr denken gerne uns was Neues aus. Du denkst dir was Neues aus. Ich hätte auch noch eine Idee. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen und bleibt gesund. Tschüssi. Ja.